Fraktionierung in der Strahlentherapie. Fraktionierung heißt die Anzahl der Sitzungen, in der ich eine Bestrahlung appliziere. Vor 100 Jahren wurden die Patienten einmal bestrahlt, bevor dann die Tumorzellen abgestorben sind. Man hat damals nach der sogenannten Hauterythemdosis bestrahlt. Wenn ein Patient mit einem Hauttumor kam, wurde der unter das Röntgengerät gelegt und dann wurde so lange bestrahlt, bis die Haut sich gerötet hat. Dann wurde das Gerät ausgestellt und dann starben die Tumorzellen ab, leider auch relativ viel von dem gesunden Gewebe, dem Hautgewebe drumherum. Dann hat man sich überlegt, was kann ich denn machen, damit ich den Tumor abtöte, aber das gesunde Gewebe möglichst gut schone. Dann hat man angefangen, diese Bestrahlungsdosis in einzelne Teile zu unterteilen, sodass man jeden Tag nur einen kleinen Teil der Dosis gibt. Das heißt, ich bestrahle mit einem kleinen Teil der Dosis, in diesem Fall die rote Kurve, für die Tumorzellen. Die Tumorzellen sterben ab, regenerieren etwas, werden nochmal bestrahlt, sterben ab, regenerieren etwas. Und das führe ich so lange weiter, bis ich alle Tumorzellen zerstört habe. Man kann sich natürlich rechnerisch vorstellen, wenn ich hier eine bestimmte Dosis gebe, zum Beispiel für eine Einzeitbestrahlung 1 × 20 Gray, um alle Tumorzellen abzutöten, dass die Dosis, die ich insgesamt hierbei geben muss, höher sein muss, weil natürlich zwischendrin die Tumorzellen immer wieder regenerieren, sodass die Gesamtdosis höher sein muss. Sodass wir zum Beispiel beim Mammakarzinom wissen, dass eine Einzeitbestrahlung von 20 Gray etwa einer Dosis von 50 Gray mit 2 Gray Einzeldosis biologisch, klinisch entsprechen. Es gibt dafür auch rechnerische Modelle, wie man das miteinander umrechnen kann. Das erkläre ich in einem anderen Video. Wenn man das mit den Tumorzellen macht, dann ist es so, dass natürlich nicht nur die Tumorzellen bestrahlt werden, sondern auch das gesunde Gewebe drumherum. Weshalb hat das jetzt so einen Vorteil? Die Zellen, das blaue, gesunde Gewebe wird auch bestrahlt, stirbt auch ab. Aber die Regenerationsfähigkeit von gesunden Zellen ist erheblich höher als von Tumorzellen. Sodass am Ende des Tages die Zellen besser regenerieren können, das heißt mehr Zellen am Ende überleben. Dann wird wieder bestrahlt, es sterben wieder Zellen ab und wieder regenerieren sich mehr gesunde Zellen. Und am Ende von der Bestrahlungssitzung-Serie habe ich mehr überlebende gesunde Zellen als Tumorzellen. Das heißt, dieses hier ist der Vorteil der Fraktionierung, mein sogenannter Fraktionierungsgewinn. Diese Kurve gilt für spät reagierendes Normalgewebe. Das heißt, die Spättoxizität, die ich bei einer Strahlentherapie mache, das heißt vor allen Dingen die Fibrosereaktion. Das früh reagierende Normalgewebe, das heißt vor allen Dingen Haut und Schleimhäute, haben den gleichen Alpha-Beta-Wert wie die Tumorzellen. Das heißt, die verlaufen auch wie die rote Kurve. Das heißt, wir sehen auch bei der Fraktionierung noch erhebliche Reaktionen an der Haut und der Schleimhaut. Der Fraktionierungsgewinn liegt in dem spät reagierenden Gewebe, das heißt Fibrose, weniger Lungenfibrose, weniger Brustschrumpfung, das heißt aber auch die langfristigen Nebenwirkungen. Die früh reagierenden Normalgewebe, deren Reaktion hängt vor allen Dingen von der Gesamtdosis ab. Das heißt, das, was am Ende gegeben wurde, das heißt von den 50 Gray aus dem Beispiel beim Mammakarzinom. Die Fibrose, wie alle anderen spät reagierenden Normalgewebe, bei denen hängt das Auftreten mehr an der Einzeldosis, das heißt die Dosis, die ich jeden Tag gebe. Je höher diese Dosis ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen, die spät auftreten. Mit modernen Bestrahlungsmethoden kann ich die Fraktionierung verringern. Als ich anfing vor 20 Jahren, dauerten die meisten Bestrahlungsserien 6 bis 8 Wochen. Vieles davon können wir heutzutage auch in 2, 3 Wochen applizieren oder auch manchmal in 5 bis 8 Sitzungen. Diese Hypofraktionierung ist nur deshalb möglich, weil wir weniger Dosis an den ganzen Normalgeweben durch die modernen Bestrahlungstechniken geben können. Das Ganze ist aber dadurch limitiert, dass irgendwann die Einzeldosis, die ich geben muss, um noch biologisch die gleiche Dosis am Tumor geben zu können, limitiert ist, weil die Einzeldosis dadurch höher wird und dadurch natürlich das spät reagierende Normalgewebe mehr reagiert. Das heißt,
Je mehr hypofraktioniert ich bestrahle, umso geringer wird der Fraktionierungsvorteil. Was natürlich auch logisch ist, wenn man denkt, dass man bei einer Einzeitbestrahlung keinen Fraktionierungsvorteil hat.